Hallo Leute, herzlich willkommen. Gut, schauen wir mal ganz kurz, was Gewitter im Kopf hier wieder abgerissen hat. Let's go. Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ein mystisches Video. Genau, ein mystisches Video. Ganz wir werden mystisch, heute nämlich mit Hilfe von diesen FBI-geprüften... Vika 6,4 hat sich die Schamhaare rot gefärbt. FBI-geprüften Detektoren. Ich weiß nicht. Oftmals sagt Gisela ja Sachen, die irgendwo ein Stück weit Wahrheit beinhalten. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob das nicht jetzt vielleicht schon wieder ein kleiner Diss an Tim gewesen sein soll. Heute mal herausfinden, wer von uns beiden denn öfter die Wahrheit sagt oder eben nicht. Oder ob Gisela vielleicht manchmal sogar die Wahrheit sagt. Genau. Ach, das Ding hat sogar schon geantwortet. Ja, das war ja schon die Antwort. Also das funktioniert so, wir setzen uns hier diese höchst neurologisch geprüften Sensoren genau, auf den Kopf auf. Dann wird unser Kopf und unsere Gehirnströme werden gemessen. Es ist komplett random, weil das Ding hat Drew auch und das ist einfach kompletter Zufall, ob es gelogen ist oder nicht. Und anhand von dessen wird dann hier... Moment. Anhand von dessen wird dann hier quasi herauskommen, was wahr ist und was nicht. Oder halb wahr vielleicht sogar nur. So, wir machen das Ganze natürlich nicht alleine und zwar haben wir uns ein Special... Man muss sagen, für ein Gewitter im Kopf-Video, guter Sound, scharfe Optik, vernünftiger Hintergrund, ihr macht Fortschritte. Das ist hierher geholt mit das dem... Also so mit special ist der nicht. Und zwar... Also ich wäre dafür, dass der geht. Und zwar ist das der liebe Wi-Fi-D. Kommt ihr hinter dem Vorhang her? Wie belastend, Alter. Mach den Vorhang wieder zu, Junge. Schön, dass du mit dabei bist. Gibt es viele Sachen, die du zu verheimlichen hast? Nee, eigentlich hast nicht. Du natürlich, Alter. Nur eine Kamera in deiner Garage installiert. Vielleicht, weil eventuell das eine oder andere Mal dein Auto zerkratzt worden ist, Lukas. Nee, kein Dings, wenn alles gut. Ja, müsst ihr gleich fragen, ne? Kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Let's go. Sollen wir schnicken, wer anfängt? Ja, komm, lass mal. Ja. Alter, wäre ich gerade nicht zurückgegangen. Dann siehst du jetzt aus wie Quasimodo. Ah, das tust du ja schon. Geil, Gisela, hast du Vive noch mehr als mich, das ist gut. Schnick, schnack, schnuck. Dann fangt ihr beiden an. Ich gebe dir diesen Hirnstrommesser weiter. Und Leute, wir wünschen euch wie immer sehr viel Spaß beim Video. Ich verstehe Lukas Mimik nicht. Guck mal, was er hier macht. Lukas reibt sich immer die Hände. Hirnstrommesser weiter. Er zieht immer die Augenbrauen hoch, dann zwinkert er so. Ich glaube, Lukas hat auch so eine Art von Tourette. Der hat so ein Mimik-Tourette irgendwie. Der kann sich nicht kontrollieren. Der macht immer so ganz seltsame Sachen. Guck, achte mal da drauf, Digga. Und Leute, guck, wir wünschen euch immer sehr viel Spaß. Er guckt dann immer so in die Kamera, schüttelt den Kopf, Augenbrauen hoch. Bei Lukas haben wir auch schon Video. Und dann immer so, er reibt sich auch immer so die Hände. Ganz seltsam, Alter. Als wie so eine Fliege, die was Böses plant. Das könnt ihr gerne mal abchecken. Nee, lass das. Und viel Spaß. Ich zerleg deine Einrichtung. Doch, ja. Geil, er macht Lukas Ding, Sachen kaputt. Das gefällt mir. Sehr gut. Nein. Ich zerstör hier alles. Ey, der ist wirklich kaputt. Der ist wirklich kaputt. Ja, das war ich. Ich weiß, war Absicht. Geil. Fast wie ein EEG beim Arzt, ne? Die waren sehr teuer, die Geräte hier, oder? Voll, okay. Egal! Ich fange mit einer ganz einfachen Frage an. Und zwar, hast du schon mal geklaut? Genau. Ja. Ja. Okay, mal gucken, ob das stimmt. Also, Lügen, Lukas. Hast du noch nicht geklaut? Ich hab wirklich schon mal geklaut. Warum behauptest du es dann? Gedrückt halten, kurz den roten Knopf. Nee, warte. Haben wir hier Physikunterricht oder was? Nein. Oh, Jan, okay. Also, was hast du denn schon mal geklaut? Willst du sagen, was das du schon mal gesehen? Das war nur die halbe Wahrheit. Ich habe gesagt, ja. Vielleicht habe ich etwas, was mir nicht gehört, in zwei Teilen... Oh. Du hast es kaputt gemacht! Das bezahlst du. Du kannst es ja auch im Mund stecken, sonst einfach. Ist egal. Was? Genauso funktioniert Hirnstrommessung, Tim. Ja. Soll ich mir in die Nase stecken? Denk dran, du musst auch noch anziehen. Ja, da würde ich sagen, ich weiche mal. Verpiss dich! Wo ist mein Handy? Das habe ich geklaut und bei eBay reingestellt. Ich wollte das noch haben. Glaubst du, das juckt mich? Hattet ihr schon mal was miteinander? Nein. Nein. Da mussten aber beide gerade ganz, ganz lange überlegen, Alter. Wolltest du mal definieren? Nein, hatten wir nicht. Okay, dann. Okay, real. Okay, es funktioniert. Hä? Ja, aber ich meine, wenn der jetzt sagt, dann, also, wie soll das jetzt ausgehen, wenn er jetzt sagt, doch. Aber es muss jetzt nochmal funktionieren. Ja, kannst du mich daran erinnern, weil ich dich betäubt habe. Und das Ding ist, es könnte sein, dass es passiert ist, Alter. Ja! Was auf Madeira passiert, bleibt auf Madeira. Da reden wir jetzt nicht drüber. Bitte sag nicht das K-Wort. In der Bücherei. Habt ihr euch schon mal etwas zu sehr für einen Teil eurer Familie interessiert? Oder findet ihr einen Teil eurer Familie vielleicht
anziehen. Ja, da fängt der Eifelspaß an, ne? Ja, Lukas wohnt ja in der Eifel und hat ja auch eine Schwester. Das würde mich jetzt an der Stelle auch mal ganz kurz interessieren. Ja, das geile Inzestdorf. Oh, oh geil. Wer es nicht weiß, ich wohne in der Eifel und wir haben wenig Einwohner. Und ich weiß das und die Hälfte davon, das ist deine Schwester. Perfekt. Heute Abend geht der Eifel. Aber prüfen wir mal. Nee, also ich sag... Ich komme auch aus der Eifel, ja, aber nicht aus der Ecke. Alles gut, ich hab auch nicht, aber Lukas ist tiefste Eifel. Nein. Ich habe mit ihr heute telefoniert und sie hat es mir erraten. Okay, ich fang an, ja? Ja. Ich habe Nein gesagt. Wenn jetzt Nein kommt... Ha! Du Inzestprodukt! Na! Das war aber klar, dass das gelogen ist. Das war klar, Lukas. Das war klar. Also ich hab meine Mutter schon gefickt. Immerhin ist er ehrlich, Alter. Nein, hab ich nicht. Hab ich nicht. Hallo Mama! Junge, Alter! Gisela straight up it in, auf asozial angelehnt. Gleichzeitig ist sie auch meine Schwester. Wolltest du schon mal etwas von einer Freundin deines besten Freundes? Ich muss mal zurück überlegen, aber... Ja, wolltest du. Nein, wollte ich nicht. Sie war ein offenes Buch. Gut. Hast du gesagt? Nee, wollte ich auch noch nicht. Aha. Aha. Ja. Ah ja. So ich hab mich eingewurstet. Junge, Alter. Digga, ich okay, find's aber geil, dass Gisela Lukas Frage. Noch mehr hasst als Habt mich. Habt ihr euch schon mal gegenseitig nackt das gesehen? Ich ja, safe. Hast du mich schon mal nackt gesehen? Ja. Aber Tim weiß das nicht. Ich sag jetzt nicht, warum ich kann mich da irgendwie nicht mit erinnern. Aber wundert mich nicht. Ist auch unwichtig. Aha. Achso, was ist da geschehen? Ich überlege gerade auch nochmal genau. Also, ich habe dich schon mal nackt gesehen. Passiert, also. Und ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was Jan da gemacht hat, Alter. Warum hat Jan Tim nackt gesehen? Was hat Jan getan? Wollen wir es wissen? Ich glaube nicht. Unreal. Also, wollen wir das mal. Soll ich jetzt? Nein. Tims Blick. Wir reden da lieber nicht drüber. Nee, im Internet. Hat er Wife einen kleinen Pimmeli, hat jemand geschrieben? Ja, hat er. Ja, gut, dann haben wir die Frage auch schon beantwortet. Können wir direkt zur nächsten kommen? Hältst du dich für schöner als die gegenüberliegende Person von dir? Ja, natürlich. Was für eine Frage. Nein. Das stimmt nicht, Lukas. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass du das wahrscheinlich doch denkst, aber nicht ehrlich aussprichst. Und die Lügen wird auch nicht werden. Nein, tue ich auch nicht. Okay. Ich logge erstmal ein, okay? Es ist ja peinlich, blond zu sein. Na? Lügen, Lukas. Ganz klar. Wobei, also wenn man sich jetzt mal... Ja, doch. Jan ist schon deutlich hübscher als Lukas, das stimmt. Ha! Du arrogantes Stück! Ja, zurück in dein Inzestdorf! Da und fehlt wohl das ein oder dafür. Andere Chromosom. Komm, mach jetzt erst doch. Da fehlt wohl das ein oder andere Chromosom. Junge, wie nice, dass Gisela so gegen ihn schießt. Das freut mich richtig. Mach du jetzt erst mal. Aha. Was ist denn da los jetzt? Nur die halbe Wahrheit. Nein, nicht. Hat der Tim schon mal eine rote auf der Toilette im Bootshaus geflankt? Eine rote? Junge Tim, dieses Rothaarig-Meme kriegst du niemals weg, Alter. Und alle Leute, die rote Haare haben, egal ob männlich oder weiblich, schreibt Tim auf Instagram. Hier ist dein Name. Schreibt ihm bitte. Nein. Nein, natürlich hat er das nicht. Niemals hat er das. Nein. Nein, hat er nicht. Okay, dann mach ich mal weiter mit der nächsten Frage. Und zwar... Habt ihr einen Fable für... Hast du schon mal eine Rote auf der Toilette geknallt? Habt ihr ein Fable für rothaarige Frauen? Nein. Tim, das ist gelogen. Nein. Ja, komm Tim. Und... Dieses Ding funktioniert nicht. Safe nicht. Tim, kannst du dich erzählen? Also du warst auf jede rothaarige Karneval, warst du an Geiern, Alter. Du warst so horny, Junge. Also wie gesagt, rothaarige Frauen... Das ist auf jeden Fall Tims Business, das kann ich euch definitiv erzählen. Das ist kaputt. Das müsste eigentlich explodieren jetzt. Freunde.
Du hast sie in der Toilette entehrt. Und deine Mutter wäre fast reingekommen. Im Bootshaus auf der Toilette eine Rothaarige entehrt und dann kommt noch die Mutter rein. Im Bootshaus aber. Du hast... Die waren bis jetzt so dreimal im Bootshaus, als wäre das so ein Ding, dass der immer dahin geht und Rothaariger im Bootshaus flankt. Sie gebumst. Ihr habt gefickt. Ja. Okay. Nächste Frage. In der öffentlichen Toilette. Ekelhaft. Habt ihr schon mal etwas mit dem Elternteil eures Gegenübers gehabt? Digga, was sind das für Fragen? Ja, natürlich, guck dir die beiden an. Nein. Nein. Warum lacht ihr das? Dirty Mario 69. Perfekt, Name von der Mutter ist raus an der Stelle. Du hast sie gebumst! Du hast sie in der Toilette gebumst! Ich muss meine Mutter noch. Das nächste Mal schließe ich meine Mutter da an. Ich hoffe, das tut nicht unsere Gesellschaft belasten. Siehst du, habe ich echt nicht. Ich auch nicht. Ja, das haben wir eben gesehen. In ja. der Toilette! Ich hoffe, die hat einen Tripper. Ah, oh, schönen guten Tag. Hallo. Ach, hoffe, die hatte hast du jemals Tripper. Ein Mädchen aus einer Sekte geknallt? Der Kameramann hat es nämlich schon. Aus einer Sekte? Aus einer Sekte? Junge, was ist denn bei euch los, Alter? Was seid ihr denn für ein Fixquad? Auch die wurde entehrt. Überall. Überall. Hast du jemals Steuern hinterzogen? Was? Ja, mache ich im großen Stil. Scheiße, Alter. Irgendwann wird dir dafür angezeigt, vom Finanzamt. Hast du jemals Steuern hinterzogen? Nein, hab ich nicht. Hab ich nein. Okay. Ich fang an, ja? Hab ich wohl. Fuck, Alter, stell dir vor, der kommt dafür in den Knast. Ich hab noch nie Steuern hinterzogen. Ja, jetzt kommt. Doch, das stimmt, Lukas. Hm, wollen wir mal über die 1%-Regelung von deinem Auto reden? Kommst du in den Knast? Weißt du, was da mit blonden kleinen Jungs passiert? Hab ich auch nicht. Geil, ich lieb's, dass Gisela ihn noch mehr hasst als mich. Ich kann das nicht oft genug wiederholen, ich liebe es. Ich hab auch noch nie welche bezahlt. Nicht schlecht. Pommes, hattest du schon mal eine Geschlechtskrankheit? Tim hat welche im Angebot. Hast du schon mal eine Dating-App benutzt? Ja, habe ich. Habe ich auch. Okay, fang da an. Da findet man die Roten. Die Roten, mittlerweile sind es nur noch die Roten, Alter. Glaube ich jetzt weniger. Da hatte ich es falsch in Erinnerung. Okay, ja, bei mir auch. Ich muss dazu sagen, aber als ich Single war. Ja, natürlich. Wann denn sonst? Noch nicht in der Beziehung, du Affe. Natürlich nicht in der Beziehung. Ja. Dass er das nochmal sagen muss, also sonst kommt Alina und dreht wieder Lack durch, gibt's wieder Schläge auf den Hinterkopf. Ja, ja. Datefrauenausrussland.de. Ich hab nicht gelogen. Alles für deutsche Pass. Habt ihr euch schon mal auf den Mund geküsst? Nein. Jetzt geht's los. Ich muss sagen, ich bin mir nicht so sicher. Was? Was machst du mit mir, wenn ich schlafe? Nein, also wenn du schläfst. Jetzt wird interessant. Ja, aber das ist halt dann auf meinem Gesicht. Also wenn du schläfst, dann stecke ich nur meine Finger in deinen Mund und deine Nase, weil du halt schnarchst. Ist das sexuelle Nötigung und kann man das nicht anzeigen? Wenn ich vor allem macht das ja nicht Gisela, sondern das macht ja Jan. Das ist ja nicht sein Tourette, sondern das ist ja er. Kann man, ich weiß ja nicht. Das mach, hörst du auf. Hast du schon mal was, das will ich jetzt wissen. Ja. Hast du schon mal etwas anderes in meinem Mund gesteckt, während ich geschlafen habe? Also ich habe noch nie etwas anderes. Warum wurde das rausgeschnitten? Da reingetan. Boah, besser ist das. Okay. So, Freunde, das war's auch schon wieder mit eurem Video, wollte ich gerade sagen. Mit unserem Video. Können wir den Vorhang wieder zumachen? Können wir in der Mitte nicht einfach... Warte mal, ich habe eine Idee. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand es ziemlich lustig. Nein! Das können wir gerne nochmal machen. Ich fand das Video auch extrem gut. Ich fand das Video richtig gut, ja. Doch. Hat dir das Spiel gefallen? Auf der Toilette! Ich fand's lustig. Ich hoffe, das ist nicht das Einzige, was wir aus diesem Spiel mitnehmen. Steuerhinterziehung und Rote auf der Toilette geballert. Ich hoffe auf jeden Fall... Eine davon war meine Mutter. Bro, Alter, er geht gerade komplett apeshit crazy, der Junge hier. Hat dir das gefallen? Ich fand's... Ja! Ja, auf jeden Fall. Euch hat das Video gefallen. Dirty Marion. Wenn ihr wollt, dass ich Marion, Alter. Schreibt uns gerne einen Kommentar und schreibt uns eure Meinung zu diesem Format in die Kommentare. Schaut gerne bei Lukas vorbei, dort haben wir auch ein ziemlich witziges Video gedreht, was jetzt.
Glaube ich nicht, weil es bei Lukas kommt. Online ist, der Link ist oben in der Videobeschreibung. Aber ich würde sagen, schauen wir trotzdem. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke fürs Mitmachen. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Das macht Lukas auch immer. Der muss sich immer räuspern, Digga. Lukas ist safe der Origin vom Coronavirus, Alter. Der ist safe in seinem Rachen stand, weil er die ganze Zeit rauen Rachen hat, weil er immer macht, Digga. 10.000 Euro. Das machen wir dann später, ja. Und wir hoffen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Perfekt, Leute.